Vielen, vielen Dank. Davi mit dem Bryan Adams Klassiker Summer of 69. Das hat Papa sehr gut gefallen. Das war nicht schlecht. Hier ist deine Jurybewertung. Mein lieber Xavier, die Schuhe von Bon Jovi haben super gepasst. Wie war es mit den Schuhen von Bryan Adams? Wahnsinn. Also ich bin, achso, ich habe die Dinger noch hier drin. Davi, das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie man es im Pott nennt, aber bei uns in Mannheim sagt man, du bist eine Frontsau. Du bist eine Frontsau, mein Freund. Es ist unfassbar, dass du hier so abgehen kannst, als hättest du nie was anderes gemacht. Ja. Hammer. Ich hab zu Beginn gesagt, das ist Wahnsinn. Du stehst hier so selbstbewusst. Hammer, Oana, oder? Ja, also David, du bist DSDS, weißt du? Du bist genau das, was dieses Format braucht. Das ist Wahnsinn. Ich dachte, wir sind beim Konzert. Ich hätte am liebsten mitgemacht und mehr geht einfach nicht. Danke dir. Wahnsinn. Danke. Summer of 69, deine Zeit war. Wie immer meine Zeit. Wie fandst du den Auftritt? Kann man genießen. David! Ich schwöre dir. Ja. Oh nein, David! Okay. David! Du bist. Ich bin wirklich sprachlos, was du hier machst. Das ist unfassbar, Alter. Du singst mega, deine kratzige Stimme. Und dann, das Wichtige ist ja auch bei dir, du bist nicht so. Du hast keine Angst. Verstehst du, was ich meine? Du machst hier Bam, du machst Töne so. Du gehst Risiko. Und ich schwöre dir, das ist unglaublich, was du hier machst. Ich bin ein Fan von dir. Ich schwöre, ich würde ein Konzert von mir geben. Danke dir, das sagt mir so viel, ehrlich. Das, danke schön. Also ich bin ein Darwin-Fan. Alter, du machst hier Bam. Er hat Bam gemacht und die Songs passen aber auch total geil. Bon Jovi letzte Woche fand ich schon, Bryan Adams passt auch. Genau die richtige Stimme. Und wenn du jetzt sagst, es war nicht gut, dann ist irgendwas schiefgelaufen heute. Ja. Dieter, los. Ja, ich schwöre dir, du alter krasser Vollmaschine, du.
So kommt man mit drei Sätzen durch die ganze Staffel. Maschine, ich feier dich voll krass, Alter. Ja, aber reicht doch. Ich schwöre dir. Und wenn man es dann noch nicht kapiert, hast verstanden, du, ne? Oder wie heißt das noch? Wie heißt das noch? Was sagt ihr immer? Hast verstanden, ne? Oder wie heißt das noch? Nee, hast verstanden ist zu einfach. Nee, aber was sagt man denn immer? Was sagt man immer da? Ja, weiß Bescheid, genau. Weiß Bescheid, okay. Weiß ja, Bescheid. Ja, ja, ja. Aber das, du weißt ja auch Bescheid jetzt. Ich habe keine Ahnung, aber weiß Bescheid. Ja. Weiß Bescheid, Maschine. Hat's dir denn gefallen, du, Maschine? Such dir etwas aus, was ich meine. Was? Hat dir nicht gefallen? Nee, also, es ist natürlich so, du hast vielleicht deine Fehler gemacht in deinem Leben, aber dass du zu DSDS gekommen bist, war goldrichtig. Danke dir, Dieter.